Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Podcast, von unserer Podcast-Serie, den Ramadan-Special namens Whispers of Wisdom. Genau, wir hatten in der letzten Episode über Laylat al-Qadr gesprochen, über die letzten 10 Nächte vom Ramadan mit Sheikh Abu Jibril. Und heute haben wir die Ehre, eine weitere Episode mit Sheikh Abu Jibril hier zu besprechen. Nämlich werden wir heute auf den Itikaf, auf die Zurückziehung in eine Moschee kurz sprechen und dann auch sprechen, was lerne ich aus dem Ramadan, was nehme ich mit und wie kann ich meine Verbesserungen auch nach Ramadan weiterhin verbessern und wie nehme ich diese wertvollen Gainings, die ich gesammelt habe im Ramadan, mit und praktiziere diese auch nach dem Ramadan weiter. Deswegen erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es ist mir eine Ehre, mit dir weiter hier nochmal zu sitzen. Kann ich nur zurückgeben. Wie geht's dir erstmal? Alhamdulillah, mir geht's gut. Wenn ich solche, mashallah, hübsche junge Männer vor mir habe, dann geht's mir gut, Allahumma barik. Der mashallah strahlt und grinst. Das ist die Sunna des Propheten, alayhi salatu wassalam, die ich noch lernen muss. Aber du machst das mashallah, Allahumma barik, gut. Allahumma barik. Genau. Wir sind im Ramadan. Die letzten 10 Nächte sind schon bald. Subhanallah, wenn man in den Ramadan eintritt, so verspürt man erstmal, okay, wie man ist im Ramadan, aber plötzlich geht die Zeit so schnell voran, dass man dann plötzlich in den letzten 10 Nächten ist. Ob man vorbereitet ist oder nicht, ist eine andere Frage. Doch wir haben auch in der letzten Episode besprochen, wir müssen diese letzten 10 Nächte nutzen, um unser Bestes zu geben. Vor allem in der letzten 27. Nacht, wallahu a'lam. Wir hatten auch in der letzten Episode kurz darüber gesprochen, über den Itikaf, vor allem auch in Bezug auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kannst du uns kurz sagen, wie genau das damals, zu Zeiten unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vollzogen wurde, wie er selber damit umgegangen ist und wie wir das eventuell auch in dieses Jahr eventuell in ein Projekt stecken können, weil subhanallah, die letzten 10 Nächte befinden sich ja in den Osterferien, war das, genau. Und vielleicht auch so ein paar motivierende Worte an die Jugendlichen, diese auch zusammen in einer Gemeinschaft zu verbringen, in der Moschee. Ich glaube, das bringt nochmal so einen kleinen Kick im Ramadan. Wenn du mir erlaubst, bevor wir auf deine Frage direkt eingehen, würde ich mal gerne nochmal fragen. Und zwar, Itikaf ist ja immer so ein Begriff, der immer fällt, meistens in Ramadan. Okay. Und du hast es ja beim letzten Mal auch kurz erwähnt, das Zurückziehen. Itikaf ist das Zurückziehen. Die Frage, die ich mir stellen sollte, okay, wir gehen jetzt davon aus, das werden wir gleich nochmal erwähnen, der Prophet a.s.w. hat den Itikaf in Ramadan verrichtet. Und hier schon mal zwischen Klammern verrate ich schon mal direkt. Er s.a.w. hat es in den ersten 10 Nächten gemacht von Ramadan. Und in den zweiten Nächten und dann in den dritten 10 Nächten, ja, nee, ersten 10, zweiten 10, dritten 10, hat er Itikaf gemacht. Aus welchem Grund? Um seine Umma zu berichten, wann Laylatul Qadr ist. Und dann sagte er, ihr sollt diese Nacht in den letzten 10 Tagen dann suchen. Hier fällt mir auch so direkt eine Frage oder so ein Punkt auf. Er bekommt die Offenbarung Allahs. Trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala es ihm nicht gesagt. Und trotzdem hat er den Itikaf am Anfang, Mitte und dann zum Schluss gemacht, um uns zu zeigen, dass aus nichts kommt auch nichts. Ohne Fleiß kein Preis. Für alles im Leben muss man sich anstrengen. Und wenn man Paradies haben möchte, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erreichen möchte, Allah subhanahu wa ta'ala sehen, mit dem Propheten alayhi sallam zusammenzusitzen, dann sollte man sich schon auch was anstrengend. Der Itikaf ist das Zurückziehen. Man zieht sich zurück. Und hier sollten wir wirklich deine Frage stellen, warum sollten wir diese Sunna des Propheten alayhi sallam nachkommen, in den letzten 10 Tagen den Itikaf zu verrichten? Ich kann, meistens sind es immer so die Hindernisse unter den Jugendlichen.
ich kann doch nicht auf eine andere Matratze schlafen, außer meine Matratze. Ich brauche dann, oder vielleicht nicht, dass jemand kommt und sagt, er brauchte seinen Kuschelbär. Das wird eh dann schwierig. Also Lekin, oder dann einer sagt, ich kann ohne meine Mutters Essen nicht. Und wenn wir jetzt noch wirklich noch mehr das so, wenn ich noch ein Beispiel nehme und der ist wirklich gefallen, ja, nee, das ist jetzt gerade keine so von mir ausgedachten, ich kann nicht auf Toilette gehen außerhalb meiner Wohnung. Ich brauche die Toilette. Also Lekin, es ist jetzt, das sind die Hindernisse meistens bei uns. Mhm. Aber warum hat sich der Prophet a.s. zurückgezogen? Das war die Praxis von dem Prophet a.s. in den letzten 10 Tagen. Die Frauen des Propheten a.s. muss ich dir vorstellen, und die haben Zelte gebaut. Mhm. Das heißt, es wird überliefert, dass Zelte in der Moschee des Propheten a.s. gebaut wurden nach seinem Tod, und seine Frauen haben den Etikaf gemacht in der Masjid. Und die Sahaba radiallahu anhu. Und bis zu unserer heutigen Zeit siehst du Allah barik, wie die Umma auf diese letzten 10 Tage sehnsüchtig wartet, und jeder macht sein Gepäck und so weiter und so fort und dann in den Moscheen, und einige machen noch die Umrah. Du siehst auch, du triffst Leute in Masjid al-Haram. Wenn wir, die Europäer, dorthin gehen, dann, ja, welche Hotels und wie weit und kaza, gibt es Essen und gibt es Trinken? Wallah, du triffst da Leute, du sagst ihm, und wo ist dein Hotel? Das ist mir so oft passiert. Wo ist dein Hotel? Was sagt er? Ich habe kein Hotel. Da, wo bleibst du die letzten 10 Tage komplett? Wallah, hier in Masjid al-Haram. Bestes Hotel. Wir bleiben da meistens die Nacht komplett und dann sind wir wie Zombies, gehen wir nach Hause zum Hotel, laufen wir an die Show. Was will ich denn? Warum ziehen wir uns zurück? Was ist der Sinn? Was steckt dann dahinter? Was wollen wir durch dieses Zurückziehen? Ich gebe dir ein Beispiel. Im Sommer, wenn es warm wird, haben wir entweder eine Decke oben oder frontal von uns, ich rede ein bisschen noch altmodisch, Ventilatoren. Ein Ventilator, wenn du den einschaltest, dann dreht er sich in eine bestimmte Richtung und dreht und dreht und dreht. Und du kannst noch das einstellen. 1, 2 und 3. Eins ist dann die höchste Geschwindigkeit, 2 und 3. Wenn ich meinen Ventilator gerade auf volles Programm schalte, auf 1, dann dreht es ganz, ganz schnell. Dann sagt mir jemand, ist zu stark, mach ein bisschen weniger, dann die 2. Zu stark. Und dann sage ich, ich habe Bauchschmerzen. Was mache ich dann? Ausschalten. In dem Moment, wo ich das ausgeschaltet habe, dreht sich weiter mein Ventilator. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter. Und dann ganz langsam, bis er zum Schluss zur Ruhe kommt, zum Null. Und dann steht das. So. Der Sinn und Zweck vom Etikaf ist unter anderem, dass wir dieses Ventilator, was wir im Herzen haben, in den 300 und wie viel hat das hier, wie viele Tage hat das hier? 365. 365, ne? Minus 10, dann 355. In diesen 355 Tagen läuft unser Ventilator, Essen, Trinken, Studium, Arbeiten, Frau, Kinder, Ventilator, Ventilator die ganze Zeit. Dann kommt irgendwann mal schon das Gebet dann ein bisschen von auf 1 auf 2 stellen. Dann stirbt jemand vielleicht, den wir kennen und so weiter, passiert etwas, dann auf 3 oder vielleicht kurz ausschalten, bis wir denken, unser Herz mit der Dunya kommt nie zur Ruhe. Und deswegen können wir nicht immer diese Süße vom Iman verspüren. Wir lesen, ein Sahabi saß eine ganze Nacht und er hat nur einen Vers rezitiert und er weint die ganze Zeit. Sagt, was, wie kann sowas möglich sein? Ein anderer, die ganze Nacht steht er auf und betet, wie kann sowas? Ja, für uns ist sowas gar nicht realistisch. Weil wir die Süße vom Iman nicht gespürt haben. Und jetzt kommen die letzten 10 Tage mit einer direkt so Praxisarbeit. Etikaf, zieh dich zurück. Sinn und Zweck dieses Zurückziehen der Dunya ist, dass dein Ventilator im Herzen zur Ruhe kommt. Wenn es zur Ruhe kommt, wir werden es ja nicht komplett ausschalten, aber dass es nicht auf 1 dreht, sondern vielleicht auf 3 mit Pausen, dann kannst du besser fühlen, was es bedeutet, Astaghfirullah. Dann fühlst du es besser, was es bedeutet, Ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg recht. Weil das Herz gerade mitmacht. Das Herz kann es empfangen. Deswegen der Sinn und Zweck vom Etikaf, worum es auch der Prophet sozusagen praktiziert hat, ist, man zieht sich zurück, man hat die Zeit für sich und für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sollte man gar nicht unterschätzen, weil im Leben braucht man, ich will sagen nicht jeden Tag, aber du brauchst diese Zeit, wo du sagst, ich brauche die Zeit für mich und für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich will einfach jetzt in mir gehen. Und ich will jetzt noch einiges mit mir selber besprechen. Und das ist unter anderem einer der wichtigsten Punkte in den letzten 10 Tagen. Wie du es auch sehr gut gesagt hast,
die letzten 10 Tagen fallen dieses Jahr in einem Zeitraum, wo es Ferien gibt. Das heißt, Jugendliche, aufgepasst. Angebot steht da. Ihr habt die Möglichkeit, die letzten 10 Tagen in Ramadan da zu sein, in den Moscheen. Da, was sollen wir machen? PlayStation spielen. Falsch. Arfett, das ist nicht die richtige Antwort. Nein. Ist es erlaubt oder haram? Es ist nicht haram. Könnt ihr PlayStation spielen? Das sind jetzt die letzten 10 Tage. Jetzt nehmen wir uns das. Dann wird er sagen, aber sei doch nicht nur langweilig. Ja, und jetzt haben wir Ferien. Und dann soll ich mich in der Masjid hinsetzen und hocken und dann der Sheikh vorne redet und betet und so weiter. Ach, es geht jetzt darum, du folgst die Sunna des Propheten, a.s.w. Und das hast du nicht immer, vor allem Schüler oder Studenten, weißt du, wie es bei Studenten aussieht, das hast du nicht immer. Und jetzt hast du die Möglichkeit. Deswegen nutzt die Möglichkeit aus, folgt die Sunna des Propheten, a.s.w. Und ich empfehle hier immer wieder in diesem Zusammenhang, ich sage auch Leute, die Allahum barik, die finanziellen Möglichkeiten haben, die sollen immer versuchen, wenn sie Urlaub beantragen, immer darauf zu achten, genauso wie sie sagen, 3 Wochen in den Sommerferien mit der Familie Urlaub, sind die letzten 10 Tage entweder in Berlin, in Deutschland oder in Mekka oder in Medina den Etikaf zu vollziehen, weil das ist die Sunna des Propheten, a.s.w. Dieses Beispiel hat mir sehr, sehr besonders gefallen mit dem Ventilator. Und subhanallah, bei meiner ersten Umrah habe ich das auch so verspürt, dass man, also man ist voll, also hier in Berlin vor allem, ich war da zur Zeit noch Student, man war so voll im Stress, so Prüfungen, Klausuren, ich muss noch eine Hausarbeit abgeben. Und dann ist man so auf Umrah, man ist erstmal 2 Wochen komplett frei, also man hat wirklich alles vorher abgegeben, du hast keinen Stress mehr auf Hausarbeiten abgegeben etc. Und dann kommst du da an. Und bei meinem ersten Umrah war das erstmal so, dass wir erst in Medina waren und dann in Mekka. Und subhanallah, das erste Mal, als wir dann in Medina angekommen sind, hat man schon so eine Luft voller Ruhe, so eine Luft voller Erholung schon allein bei der Ankunft genossen. Und subhanallah, dieses Ventilator, wenn ich zurückgreife, dieses Ventilatorbeispiel, das ist schon bis auf jeden Fall weniger geworden, also ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen. Und nach der Umrah, also wenn man wieder hier in Berlin ankommt, dann wieder komplett konfrontiert wird mit der Dunya, mit der Arbeit, mit dem Studium etc., fällt man beziehungsweise hört man noch von voll vielen, dass sie in so eine Art Homra-Depression fallen. Und ich denke, das ist auch so auf den Ramadan übersetzbar, dass man im Ramadan vor allem in den letzten 10 Nächten alles gibt, die Zeit in der Moschee verbringt, vor allem in der Gemeinschaft. Und nach Ramadan ist es dann halt nicht mehr so, dass die Moschee komplett befüllt ist zum Isha-Gebet, sondern dann halt nur ein Viertel oder zwei oder ein Drittel. Und dann kann ja auch eventuell so passieren, dass man so eine Ramadan-Depression erhält. Deswegen, was kannst du empfehlen? Wie kann man eben nicht in solche Ramadan-Depression verfallen? Wie kann man diese Leistung, diese Kondition, die man jetzt in den letzten 10 Nächten vor allem sozusagen aufgebaut habe, weiterhin aufbauen oder gleich bleiben? Okay. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil das betrifft uns alle. Ne? Und vor allem dieses Depression, das ist ja, wie du es auch so betonst, das ist auch, denke ich mal, nach einer Umrah, nach Ramadan, das trifft uns alle. Tamam. Aber lasst uns erstmal gemeinsam, habe ich lasst uns gesagt oder lasst uns, das ist immer so, weil du es aus dem Unterricht kennst, lasst uns erstmal gemeinsam eine Frage beantworten. Ist es normal? Ist es menschlich? Ist es in Ordnung, dass man nach einer Umrah, oder lass uns bei Ramadan bleiben, dass man nach Ramadan in so dieses Ramadan-Depression fällt, ja oder nein? Also wenn du mich fragst, es ist auf jeden Fall menschlich. Ja. Ich denke vor allem, weil ein Mensch sich sehr, sehr schnell an dieses gemütliche, gemeinschaftliche, sehr, sehr schnell daran gewöhnt. Und dann, wenn es plötzlich nicht mehr da ist, dann ist es doch schon normal, dass man sich doch ein bisschen einsam fühlt. Ja. In dem Sinne. Ich kann das, was du gesagt hast, bestätigen und dazu ergänzen, deine erfolgreiche Verbindung zu Allah, die dann irgendwann mal inshallah angestrebt wird, wirst du nur erreichen durch ein Ramadan-Depression.
Weil Erfolg kommt nicht von heute auf morgen und kommt nicht durch einen Ramadan oder zwei Ramadan. Der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist lang. Und wir sammeln jedes Jahr und jeden Monat und jede Woche und jeden Tag und jede Stunde neue Erkenntnisse, wie wir zu Allah besser finden. Deswegen, dass ich immer nach jedem Ramadan in einem Tief falle, ist nicht so negativ. Was nicht gut ist, dass man komplett auf der anderen Seite wieder ist. Ja. Okay? Ja. Aber dass man in einem Tief fällt, es ist menschlich. Und das auch allgemein in der Ibadah. Macht, man soll sich nicht so verrückt machen. Schritt für Schritt, der Weg zu Allah ist lang. Und wir sollten immer diese neue Erkenntnisse in unserem Mindset einbauen. Und dann pflegen und dann dadurch besser werden. Okay? Das heißt, erstmal diese Grundlage ist mir wichtig. Der zweite Punkt, gibt es da Empfehlungen, wie wir aus diesem Depression oder wie wir diesen Depression vielleicht vorbeugen könnten? Ja, da habe ich einige Empfehlungen direkt. Aber bevor ich mit der Empfehlung beginne, erinnere ich an der Aussage des Propheten alaihissalam. Er sagte, das überliefert Sayyidah Aisha radiallahu anha, er sagte, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمَا أَدْوَمُهَا So, أَدْوَمُهَا Die beliebtesten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala sind, die man regelmäßig macht. Jetzt kommt der Hadith, geht weiter. وَإِنْ قَلْ Auch wenn die wenig sind. Das heißt, wir nehmen erstmal mit, um aus dem Depression nicht zu geraten. Wenn wir aus dem Ramadan rausgehen, nimm bitte wenigstens eine gute Tat mit. Nimm wenigstens zwei Taten mit. Was uns meistens ein Problem verbreitet, wir wollen Copy-Paste die letzten 10 Tage schon nach Eid machen. Wird nicht klappen. Das heißt, die beliebtesten Taten sind die, man weiter regelmäßig macht, auch wenn sie wenig sind. Deswegen Sayyid Aisha hat sich diesen Hadith gemerkt und wenn sie eine Tat gemacht hat, hat sie die nie wieder unterlassen, auch wenn sie es wieder nur wenig gemacht hat. Kommen wir mal zu konkreten Ratschlägen. So, was könnte man erstmal so als Ratschlag mitgeben, sodass man nicht in so einem Tief verfällt? Nummer eins, dass du von dir selber nie denkst, wenn du was im Ramadan geschafft hast, dass du derjenige bist, der das geschafft hast. Ich bin's nicht. Wenn ich zum Erfolg im Ramadan gekommen bin, ich habe den Koran komplett gelesen, ich habe die letzten 10 Tage Etikett verbracht, ich habe gespendet, ich war Umrah und, das ist eine reine und pure Ermöglichung von wem? Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn der Diener Allah subhanahu wa ta'ala sich auf Allah verlässt, wird Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm halten. Wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm helfen. Aber wenn der Diener Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin's. Und vor allem so, es gibt Leute, subhanallah yahdihum, nachdem der Ramadan vorbei ist, kommt dann Eid. Arifet? Alhamdulillah, wir waren in Ramadan in der Moschee. Jeden Tag war ich erste Reihe, alhamdulillah. Arifet, was er macht? Löschen, alles weg. Bruder, warum erzählst du das? Hajj, warum erzählst du das? Wallah, ich habe gebetet hinter dem Scheich, ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe das ganze Gebet geweint. Soll ich dich filmen dabei oder wie sollen wir es machen? Yani? Das ist, wo ist der Ikhlas? Wenn du geweint hast vor Furcht, das ist zwischen dir und Allah. Wenn du gespendet hast, dann hast du es für Allah gemacht. Weil wenn wir dann aus dem Ramadan rauskommen oder eine Tat gemacht haben und das war Umrah oder Ramadan oder Hajj oder sonstiges und man prahlt damit oder man denkt, ich habe es, weil ich, mashallah, jung bin, weil ich schlau bin, habe ich das hingekriegt, dann merkst du, wie Allah subhanahu dich auf den Boden erstmal stellt und einfach direkt K.O.-Schlag. Das ist der erste Punkt. Und das sollte man unbedingt berücksichtigen. Kurz gefasst, kontrolliere deine Absicht. Vor Ramadan, während Ramadan, nach Ramadan. Das ist die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist, wir sollen nicht übertreiben und wir sollen nicht untertreiben mit der Ibadah. Man soll sich nicht zu viel vornehmen und auch nicht zu wenig vornehmen. Man soll einfach in der Mitte bleiben. Eines Tages kamen 3 Männer zu dem Propheten a.s.
Und die haben nach der Ibadah des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt. Und dieser Hadith ist so ein schöner Hadith. Die haben nach der Ibadah des Propheten alaihi wasallam gefragt. So sagt der Überlieferer des Hadiths, der Hadith ist auch authentisch bei Bukhari, كأنهم تقالوها. Yani, als ob das denen so erschien, der Prophet macht wenig. Oh, guck mal, die denken, der Prophet alles, macht wenig. Es gibt manchmal, subhanallah, wenn man manchmal in einem so tief steckt, dann denkt man, yani, tief in dem Sinne, man ist einfach nur auf sich, yani, so ein Bunkerverständnis, dann denkt man, auch der Prophet hat wenig gemacht. Die dachten, als ob er wenig gemacht hat. So hat der eine gesagt von denen, Amma ana, ich stehe die ganze Nacht auf und bete, hat er erzählt. Dann hat der zweite gesagt, und ich, bei mir, ich faste den ganzen Tag und ich breche nie mein Fasten. Das heißt, jeden Tag ist am Fasten. Ich faste jeden Tag. Und dann hat der dritte gesagt, und ich heirate nicht. Mit dem dritten haben wir ein Problem, ja nicht. Bist du verheiratet übrigens? Nein. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala soll dich inshallah verheiraten, ja. Okay, und jetzt, wenn ich nur die sage, Allah soll, soll dich verheiraten und andere hören zu sagen, ja und ich, Allah soll alle neben Allah ta'ala tugendhafte Frauen und Männer schenken, ja Rabbal Alamin. Amen. Amen. Das soll lecker nicht heiraten und dann nicht mehr zur Moschee kommen, ne? Das ist immer leider, was man nicht gerne sieht. Muhim. Dann hat der Prophet a.s. das gehört. Dann hat er s.a.s. korrigiert. Er sagte, Amma ana, ich stehe auf zum Gebet, Nachtsgebet, Qiyamul Layl, wa arqud, und mach Pause. Wa asum, wa uftir, und faste, und breche auch mein Fasten, sprich, ich mache auch Pausen, nicht jeden Tag faste ich. Wa atazawwaj an-nisa, und heirate. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Wer nicht meine Sunna folgt, so gehört er nicht zu mir. Das ist der Punkt. Man soll nicht zu sehr übertreiben, aber auch nicht zu sehr schon untertreiben. Ramadan ist vorbei. Du wirst nicht jeden Tag schaffen, letzten Drittel der Nacht Qiyam. Du wirst nicht jeden einen Tag fasten, einen Tag fasten, einen nicht fasten. Du wirst nicht schaffen, jeden Tag 1000 Euro zu spenden. Bruder, mach weniger, muss nicht sein. Tamam. Versuch dein Programm nach Ramadan anzupassen nach deinem Alltag. Bist du berufstätig die ganze Woche? Versuche den Qiyam einfach 3 Nächte zu machen. Vor allem am Wochenende, vielleicht klappt es. Halte die Gebete in der Masjid erstmal ein. Versuche die Spende kurz, geringer zu halten. Nicht übertreiben. Und nicht untertreiben in Nu'ajal Eid. Dann sagen die Benan Eid. Wir wollen schon Benan Umsat. Und dann versteht man unter Eid, als ob wir im Ramadan in der Ibadah waren. Das merkt man so, man ist mashallah so schabblig. Im Ramadan plötzlich, du siehst mashallah so diese Brüder, so Bodybuilder, plötzlich alle Abayat in den letzten 10 Tagen. Und dann kommen die alle zum Eid, erkennst du sie nicht wieder, Arafat, weil dann kommen die zum Eid, komplett andere Klamotten. Bruder, was ist los? Wo lag Eid? Zeig ihm. Und jetzt, was machen wir im Eid? Wir müssen unser Leben genießen. Wir genießen unser Leben und wir wollen Freude haben. So wie Allah subhanahu wa ta'ala es von uns liebt. Und so wie er es von uns auch oder wie er es uns vorgeschrieben hat. Deswegen, das sind meine 2 Empfehlungen nach Ramadan, um nicht in eine Depression zu verfallen. Nummer 1, Absicht. Nummer 1 davon, Absicht. Nummer 2, nicht übertreiben, nicht untertreiben. Und der letzte und dritte Punkt, suche dir die Hilfe und die Unterstützung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, ja Rab, befestige mich auf diese Taten nach der Rabe. Ja Rab, gib mir diesen Thabat. Ja Rab, ich bin schwach. Ich schaffe es nicht alleine. Aber hilfe mir den Thabat auf diese Taten. Ja Rab, bring mir den Koran bei. Ja Rab, hilf mir zum Fajr-Gebet nach Ramadan aufzustehen. Ja Rab, hilf mir zum Qiyam aufzustehen. Ja Rab, erleichtere mir die Taten. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala deine Wahrhaftigkeit sieht, dann wird er dies auch geben. Welche Ibadat würdest du empfehlen, die kontinuierlich nach dem Ramadan einzuhalten? Tamam. Wenn man jetzt sagt, okay, man versucht es zu normalisieren, die Sunnah-Tage zu fasten. Kannst du dich an unsere Madlu'a erinnern von letztem Mal? Ja. Weißt du jetzt, was eine Madlu'a ist oder ist das vorbei? Ich habe versucht, das zu googeln, ich habe es nicht gefunden. Hast du noch nie in deinem Leben Madlu'a gegessen? Nein. Brechen wir das Podcast hier an, wenn das geht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Bist du Araber? Ja.
wenn du nach Hause gehst, bitte frag deine Mutter und deinen Vater. Hörst du auch bei deinen Eltern? Ja, natürlich. Frag den mit Lua. Kann nicht sein. Ja, nee, das ist gerade, wenn deine Eltern dir zuhören, wallahi, die werden sagen, was erzählst du? Das hast du bestimmt gegessen. Das kann doch nicht sein. Aber kommen wir zu der Medlua zurück. Und beim nächsten Mal bringst du mir Medlua hier, dass wir es Praxis auch hier nahe haben. Schau mal. Weißt du, wo man Medlua... Wenn du es nicht kennst, dann ist das Beispiel eigentlich ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe, du kannst raten. Weißt du, wo man Medlua aufbewahren muss, nachdem man... Das ist irgendwann eine Schenke, die ein Kilo Medlua und du hast nur die Hälfte davon gegessen. Weißt du, wo man es aufbewahren muss? Wenn ich sage Ashta, weißt du, was Ashta ist auf Deutsch? Ja, Kühlschrank. Genau, Kühlschrank. Ja. Genau, jetzt hast du ein Bild. Ach so, doch, na klar. Ja. Doch, doch. Ich bitte dich. Doch, natürlich. Wie nennst du das? Madlua. Ich sag, also... Oder Fideki vielleicht? Ich esse einfach los. Du bist... Okay. Aber Hauptsache, Bismillah sagen, ne? Natürlich, natürlich. Okay, dann Alhamdulillah, eine Information heute mehr. Nein, aber doch, ich kenne es. Okay, sehr gut. Hast du Alhamdulillah doch gerettet. So, wo kommt die Madlua hin, wenn wir das nicht komplett aufgegessen haben, was ja meistens in dir Fall ist, was wir lecken? Kühlschrank. Warum ist der Kühlschrank der richtige Ort für, sag ich mal, so eine Süßware? Weil das ist die richtige Atmosphäre, sodass es auch weiterhin zu verwenden bleibt, sodass man es wieder essen kann. Unser Herz braucht Ortschaften fürs Aufbewahren des Imans. Du hast Iman im Herz. Dieser Iman, der steigt und sinkt. Mal fühlst du dich, mashallah, richtig heute motiviert, mal weniger motiviert. Ich brauche eine Ortschaft, wo ich ihn aufbewahren kann. Zwischen Klammern, muss, sollte ich. Wo bewahre ich mein Iman? In den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala. In den Ortschaften, wo Allah erwähnt wird, gedenkt wird. Deswegen, was ist meine Nasiha nach Ramadan, sodass man konkret auf deine Frage kommt, wie man es besser machen kann, sodass man es auch nicht, da nicht mehr in diesem Depression fällt. Nummer eins, halte dich an der Jama'a, an der Gemeinschaft. Guck mal im Koran, subhanallah, Allah spricht zu uns immer wieder mit Ya ayyuhalladhina amen, o die ihr glaubt. Er redet mit uns immer als Gemeinschaft, 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 Gemeinschaft. Warum, ja Rab? Weil durch die Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft gemeinsam haben wir Erfolg. Und wenn wir einzeln sind, dann sind wir ein einfaches Essen für unser Nafs oder Shaitan. Das heißt, erstmal halte dich an der Gemeinschaft. Die nächste Moschee, die in deiner Nähe ist, wo du dich wohlfühlst mit den Brüdern, die da sind und so weiter, schließ dich die an. Versuch mit denen Zeit zu verbringen. Versuch mit denen gemeinsam zu sein. Diese Gemeinschaft wird dich an Allah erinnern. Du kommst dann und sagst, okay, komm, ich bete das Gebet, um den lieben Bruder Muhammad zu sehen. Ich bete das Fajr-Gebet, um Hassan zu sehen. Ich bete Aisha-Gebet und so weiter. Das heißt, Punkt Nummer eins, halte dich an der Gemeinschaft. Punkt Nummer zwei, halte dich an oder regelmäßig an den Sitzungen, wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. Ja, eine besuche die Sitzung, wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird. In dem Sinne meine ich, besuche die Unterrichte. Allah barik, wir haben in Berlin wirklich einen Segen, weil wir, wenn wir unsere Bezirke anschauen, von oben nach unten mit, bis Mitte, wir haben Allah barik die ganze Woche Angebote für die Jugendlichen in der deutschen Sprache. Und ihr könnt das nur bestätigen, früher war das nicht so gewesen. Ja, wenn man jetzt so 10, 15 Jahren zurückblickt, oder ich sag mal so 20 Jahren zurückblickt, war das nicht so. Und haben das einen Segen. Das heißt, überall und in der Woche sind es so verteilt. Montag hier gibt es was, Dienstag hier, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag. Immer gibt es was. Besucht diese Unterrichte. Bleibt da anwesend, weil das ist der beste, die beste Motivation, sodass dein Iman steigt. Und durch diese wiederkehrenden Unterrichte wirst du dein Handy wieder aufladen. Ich sage mal wieder, Iman ist wie das neueste Smartphone, was du in der Hand hast. Wenn du aber da keinen Akku hast, dann kannst du mir so viel erzählen, du kannst es nicht nutzen. Deswegen brauchen wir schon ein Akkugerät. Und dieses Akkugerät befindet sich in dem Häuser Allah subhanahu wa ta'ala. Der dritte Punkt, und das ist auch der letzte Punkt, ist, den Istighfar einzuhalten.
Astaghfirullah, 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 den Istighfar einzuhalten. Der Istighfar, wer den Istighfar einhält, den wird Allah subhanahu wa ta'ala aus all seinen Situationen eine Erleichterung geben. Mhm. Es gibt eine Geschichte, ich erwähne sie nur kurz und dann habe ich nicht, dass ich jetzt hier den Zeitraum hier überschreite. Es gibt eine Geschichte, die überliefert wird über den Imam Ahmed bin Hanbal. Mhm. Okay? Zwischen den Klammern, Überlieferungskette ist auch bei einigen Gelehrten so umstritten. Die Geschichte ist ganz fast gerade zum Thema Istighfar. Eines Tages war er auf einer Reise gewesen und er wollte in einer Moschee kurz noch sich ausruhen und dann seine Reise fortsetzen. Das war nach einem Gebet. Und da die Ortschaft, wo er war, keiner kannte ihn. Deswegen sah er wie ein normaler Mensch aus, so wie alle anderen Menschen. War derjenige, der die Moschee, sage ich mal, sich um die Moschee kümmert, hat gesehen, wie er sich gerade hinlegt, wie ein Reiser, sagt er raus. Hier nicht schlafen oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat er ihn einfach aus der Moschee rausgeschmissen. Gegenüber der Masjid gab es einen Bäcker. Einen Bäcker, ne? Er hat ihn gesehen, okay, ist ein Reisender, ja, ne? Der ist nicht jetzt von den Einwohnern. Er hat ihn zu sich gerufen, er sagte, komm, du kannst dich hier bei mir hinsetzen und bis du dann wieder weiter deine Reise fortsetzen möchtest. Er hat sich hingesetzt und hat ihn beobachtet die ganze Zeit. Während er arbeitet, seine Zunge die ganze Zeit schon, Astaghfirullah, oh Allah, vergib mir, oh Allah, vergib mir. Was hat er ihm gesagt? Er sagte, ich habe eine Frage an dich. Er sagte, was ist deine Frage? Er sagte, hast du die Früchte deines Istighfars in deinem Leben gesehen? Die Frucht, nein, hast du die Ernte gesehen? Weil du bist Allah barik permanent nur am Istighfar. Er sagte, nein, habe ich. Er sagte, was war die Frucht dafür? Ja, die Früchte vom Istighfar. Er sagte, ich habe Allah subhanahu wa ta'ala um nichts gebeten und er hat es mir nicht gegeben. Alles, was ich Allah gefragt habe, hat er mir gegeben, außer eine Sache. Er sagte, und was ist diese Sache? Er sagte, dass ich den Imam Ahmed bin Hanbal sehe. Dann hat ihm der Imam Ahmed bin Hanbal gesagt, subhanallah, dein Istighfar hat mich aus der Masjid rausgeschmissen, sodass ich zu dir komme. Istighfar. Deswegen einhalten von Istighfar, weil das ist einer der wichtigsten Schlüssel, um Erfolg auch in der Dunya, in der Ibadah zu bekommen. Mashallah. Dann, Barakallahu fiik, dann würde ich damit abschließen. Hast du noch letzte Worte an die Zuschauer, an die Zuhörenden? Nochmal bedanke ich mich für die Möglichkeit, mit dir hier, mashallah, dabei zu sein und mit den netten, freundlichen Geschwistern. Bedanke mich auch nochmal für das Geschenk, für die Sponsoren, die das auch Jazakumullah khairan gespendet haben. Allah subhanahu wa ta'ala soll sie belohnen und soll ihnen Erfolg geben in deren Anliegen, in deren Vorhaben, in deren Tijara und Erfolg geben in der Dunya und in der Akhirah, Rabbil Alamin. Letztes Wort. Es geht auch an mich und auch an alle. Und zwar, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Möglichkeit dieses Jahr gegeben, den Monat Ramadan zu fasten. Und Alhamdulillah, wir haben den Monat Ramadan gefastet. Wir konnten zum Qiyam aufstehen, wir konnten spenden und, und. Und keiner von uns weiß, was nächstes Jahr mit uns passiert und wo wir nächstes Jahr sind. Wie viele Leute kennen wir vom letzten Ramadan? Heute sind sie nicht mit uns. Heute sind sie entweder unter der Erde oder stecken in einer Prüfung oder Allah subhanahu wa ta'ala soll deren Situation erleichtern. Deswegen sollten wir diese Chance, die uns Allah subhanahu wa ta'ala ermöglicht hat in Ramadan, nach Ramadan nutzen. Und als Dank gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala für diese Möglichkeit, dass er uns den Ramadan ermöglicht hat, sollten wir an das halten, was wir heute gerade besprochen haben, und zwar weiterhin, auch wenn es wenig ist, an den Ibadat festzuhalten, sodass Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Sache von uns wahrhaftig sieht und uns den verwehrt gibt bis zum Tod. Inshallah. Jazakallah khairan.
Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Sheikh, ne? Auch bei den Sponsoren für das wundervolle Geschenk und auch ein riesen Dankeschön an Omahab dafür, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier den Podcast zu drehen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode, in der fünften Episode unseres Ramadan-Podcast-Serie. Und ja, bis dann, schaltet ein, kommentiert gerne eure Favorite-Stellen im Video, was hat euch berührt, was hat euch bewegt oder auch Stellen, die im Video euch sehr, sehr inspiriert haben, Motivationssprüche oder Tipps, die euch geholfen haben, auch nach dem Ramadan weiterhin Gas zu geben. Feier. Bleibt auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.